liebe Buxtehuderinnen und Buxtehuder, ich begrüße Sie heute ganz herzlich zu unserer diesjährigen Sportlerin-Ehrung. Und wie Sie sehen, nicht aus dem Stadthaus, nicht aus dem Rathaus, sondern hier aus einer Turnhalle. Aus gegebenem Anlass, wie Sie sich vorstellen können. Aber dennoch wollen wir die Gelegenheit nutzen, all denen Sportlerinnen und Sportlern zu danken, sie zu würdigen, die im letzten Jahr mit großen Hindernissen, mit großem Aufwand ihre Leistung erbracht haben. Die sich etwas Tolles haben einfallen lassen, um überhaupt Sport treiben zu können. Und insgesamt haben wir 108 Sportlerinnen und Sportler zu ehren. Und ich finde, das ist doch eine großartige Zahl von Jungen und Erwachsenen, die sich aufgemacht haben. Ja, und persönlich kann ich leider keine Urkunde übergeben. Deshalb hier einmal können Sie einen Blick drauf werfen. Das ist die Urkunde, die wir dann auch verschicken werden an jeden Teilnehmer. Und wir haben uns überlegt, wie können wir Ihnen zu Hause etwas nahebringen, was die Sportlerinnen sich ausgedacht haben. Und ich finde, da sind ganz tolle Sequenzen zusammengestellt worden. Sie bekommen einen Einblick und vielleicht haben Sie auch sogar Lust, an der einen oder anderen Stelle mitzumachen. Lassen Sie sich also überraschen und ich freue mich auf Gesprächspartner, die ich dann noch gleich habe. Also bleiben Sie gern dabei. Ja, ich freue mich jetzt sehr über einen besonderen Gast, über eine junge Sportlerin, die nicht nur selbst Sport treibt, sondern auch Trainerin ist. Und dafür bekommt sie heute von mir die bronzene Medaille. Und zwar hat sie zusammen mit ihrer Mannschaft, Fußballmannschaft, den ersten Platz bei der Bezirksmeisterschaft und damit den Aufstieg der B-Junioren in die Niedersachsenliga gewonnen. Herzlich willkommen, Alina Schuld. Schön, dass Sie da sind. Und Urkunde haben wir für Sie bereit und für die Mannschaft. Jetzt muss man natürlich ehrlicherweise sagen, wie sieht denn überhaupt das Jahr von damals, also Aufstieg zu heute, konnte man überhaupt spielen? Also die neue Saison wurde gestartet in der Niedersachsenliga, aber nach 4 Spieltagen dann auch abgebrochen, annulliert. Jetzt momentan haben wir keinen Wettbewerb am Horizont, deswegen ist es auch ein bisschen schwer, die Motivation dort bei allen hochzuhalten. Aber sobald dann wieder der Wettbewerb starten kann, sollte das dann auch wieder losgehen. Das, glaube ich, kann man sich vorstellen, so junge Mädchen, die vielleicht auch motiviert werden müssen. Gibt es da so ein paar Tricks oder Kniffe, die Sie parat haben, wo Sie sagen, also so ein bisschen Schwung können wir auch darüber reinbringen? Ja, natürlich steht die Zeit jetzt nicht still und die Mädels möchten ja auch was machen. Wir treffen uns zweimal die Woche auf dem Sportplatz oben in Hedendorf, wo wir auch ein Training stattfinden lassen können. Natürlich zu den Corona-Maßnahmen, die jetzt möglich sind in Zweiergruppen. Außerdem machen wir noch ein Online-Training zweimal die Woche, wo es eher um Krafttraining geht und verschiedene Lauf-Challenges, also wo man sich irgendwie mal fit halten kann. Muss natürlich sehr kreativ werden, aber ich glaube, den Mädels macht das Spaß, ist besser als nichts und wenn sie sich sehen dürfen, ist es sowieso wunderbar. Jetzt ist also die Frage, Sie sind auf der einen Seite Spielerin und ich habe gesehen, letztlich schon von klein auf an, also mit dem Ball groß geworden, mit dem Fußball, Spielerin und Trainerin. Also wo schlägt denn da so mehr das Herz? Das lässt sich gar nicht genau sagen. Also natürlich spiele ich sehr gerne selber auch immer noch und vielleicht geht es auch ein bisschen mehr in die Richtung. Allerdings das Trainieren ist doch schon auch was ganz Besonderes. Also viele Mädchen habe ich von klein auf dann gesehen, wie sie es den Sprung auch in die Damenmannschaft geschafft haben, wo ich selber dann spiele. Das ist ganz wichtig, sind jetzt die letzten 2-3 Jahrgänge dann hochgekommen, die man selber als kleiner Pups trainiert hat, dann irgendwann hochkommen. Da ist man schon ein bisschen stolz und geht das Herz dann auch auf, wenn die dann selber in der eigenen Mannschaft dann spielen. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und jetzt fragen sich natürlich alle, Corona ist so negativ belastet. Gibt es auch etwas, wo man sagen kann, ja, das können wir aus dieser Krise durchaus mitnehmen, auch im Sport? Ja, momentan fällt es mir ehrlich gesagt schwer, was Positives daraus zu ziehen. Sicherlich musste man sehr kreativ werden, auch mit den verschiedenen Challenges, die wir gemacht haben. Das ist mit Sicherheit was Positives. Auch die Technik hat da eine große Rolle gespielt. Wenn der ganze Spuk vorbei ist, dann ziehe ich am ehesten wohl positiv daraus, dass ich meine Teamkollegen und Freunde eben nicht als selbstverständlich sehe und mich freue dann, wenn wir wieder zusammen auf dem Platz stehen können. Ja, das ist im Grunde schon fast ein Wunsch für die Zukunft, an die Sie dann hoffentlich glauben. Und insofern herzlichen Glückwunsch nochmal für die Leistung, ja. Ihre und die Ihrer Mannschaft. Alles, alles Gute, bleiben Sie gesund und wir hoffen alle, dass wir uns bald auf dem Sportplatz dann auch richtig und analog wieder treffen. Alles Gute. Auf jeden Fall, vielen Dank. Nachdem wir gerade Alina Schuld kennengelernt haben, die geehrt worden ist mit der Bronzemedaille für die Leistung ihrer Juniorinnen-Fußballmannschaft, kommen wir jetzt zu einer Sportart, die in Buxtehude sehr beliebt ist. Es geht um
Handball. Ja, und die Handball-Jugendförderung steht hier ganz im Fokus. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass ich heute Bronzemedaillen verteilen darf an folgende Mannschaften. Und zwar geht es einmal an die B-Jugend, die, den zweiten Platz in der Oberliga erreicht hat, durch und mit dem Trainer Dirk Leun. Die B-Mannschaft, nämlich die B-Jugend, die zweite Mannschaft, hat den zweiten Platz bei der Hamburger Meisterschaft errungen. Auch hier mit einem Trainergespann, was viele vielleicht schon kennen, mit Robert Frahm und Lars Dammann. Ja, und auch die C-Jugend und die E-Jugend sind ebenso erfolgreich gewesen, jeweils mit dem ersten Platz der Hamburger Meisterschaften. Auch hier ein Dank an die Mannschaft, aber auch an die Trainer. Und in diesem Fall sind es Lars Dammann, Kai Tiedemann, Sonja Prior, Natascha Kutenko und Claudia Müsing. Herzlichen Dank für das Engagement. Es war tolle Leistung, die alle Jugendlichen erbracht hatten. Und deshalb von mir Gratulation. Daneben hat aber auch das Gymnasium Süd eine Medaille verdient, in diesem Fall auch eine Bronzemedaille, weil im Gymnasium Süd wird auch schon seit vielen Jahren Handball leistungsmäßig betrieben. Und die Mannschaft von Carsten von Eitzen hat im letzten Jahr teilgenommen an dem Landeswettbewerb Jugend trainiert für Olympia. Deshalb von mir herzlichen Glückwunsch zum ersten Platz bei diesem Landesentscheid. Aber wie viele wissen, gibt es in Buxtehude nicht nur Fußball oder Handball, sondern es gibt auch weitere erfolgreiche Sportarten. Und deshalb geht von mir heute ein Glückwunsch an den Schützenverein Altkloster. Und zwar mit einer Bronzemedaille für den ersten Platz bei der Bezirksmeisterschaften im Luftgewehr mit dem Trainer Ralf Richter, der sich sehr verdient gemacht hat. Und genauso für den ersten Platz der Bezirksmeisterschaften Luftpistole, 10 Meter der Juniorinnen, auch hier mit Ralf Richter, und den zweiten Platz mit der Bezirksmeisterschaft mit dem Erreichen Luftgewehr, Auflage nennt man es, 10 Meter der Senioren. Deshalb von mir an den Schützenverein Altkloster herzlichen Glückwunsch an alle Sportlerinnen und Sportler. Auf und ab. Merkwürdig. Ungewohnt. Anders. Das war nix. Anstrengend. Unspektakulär. Trist. Enttäuschend. Besonders. Kontaktlos. Spontan. Erfolgreich. Aufregend. Abwechslungsreich. Kreativ. Also das ausgefallene Training kann man in meiner Sportart schwerlich kompensieren. Über Athletiktraining und mehr Laufen oder Radfahren. Man kann sich viele schöne Tutorials im Internet angucken. Einheiten zu Hause, Trockenschießen. Zum Beispiel durch Zoom-Einheiten, wo wir dann zusammen mit der Mannschaft trainieren. Oder mich halt manchmal mit einer Person treffe, um ein bisschen zu kicken. Spazieren gehen, joggen gehen. Wir machen auch eine Bingo-Challenge innerhalb der Mannschaft. So, dass ich das auch mitmache, damit sie sehen, dass auch die Trainer mitarbeiten. Die Aussicht auf baldige Wettkämpfe, die wiederkommen. Einfach der Gedanke daran, dass es bald vorbei ist. Wenn es dann endlich wieder losgeht, genauso starten oder sogar noch besser als vorher. Einfach wieder diesen Spaß zu haben, den wir auch halt ja, letztes Jahr noch vor der Pandemie sozusagen hatten. Wenn ich an die Zeit denke, wo ich halt noch mit meinen Mädels spielen durfte. Ist ein bisschen mehr als nur der Freundeskreis. Das sind die Leute, die man zu seiner Hochzeit einladen würde, die einfach wieder sehen zu können. Dass ich hoffentlich gesund bleibe. Deshalb muss man sich auch weiter bewegen. Dass die Kids mir immer wieder noch positive Momente geben in dem Moment, wo wir 1:1 Training machen. Es ist ein Teil meines Lebens und deshalb selbstverständlich für mich, dass ich diesen Ausgleich einfach brauche. Auf die Spiele und auch vor allem auf den Zweikampf. Ich freue mich wieder auf Wettkämpfe mit den 20, 30 Kollegen hier in Niedersachsen. Die Trainingseinheiten, das fehlt komplett. Ja, mit der Mannschaft auf dem Feld zu stehen. Judo ist ein sehr kontaktreicher Sport. Man braucht dieses Miteinander. Dass man mit seinen Trainingspartnern wieder vernünftig zusammen trainieren kann. Es liegt mir sehr auch bei meinen Freunden, die ich da treffe. Dass der Laden hier wieder voll ist. Dass wir hier mit 20 Kindern stehen und einfach nur Spaß haben wieder. Wieder mit meiner Mannschaft Kontakt zu haben und einfach wieder Fußball spielen zu können. Meine Wünsche sind, dass noch ein Wettkampf dieses Jahr stattfindet. Und dass wir in der Niedersachsenliga erfolgreich sind. Dass auch die deutsche Meisterschaft stattfindet und dass ich dahin fahren kann. Wieder an internationalen Meisterschaften teilnehmen zu können. Ja, und das Ziel ist natürlich, wenn man gesund bleibt, vielleicht vorne zu landen. Und eigentlich wollte ich auch den nächsten Gürtel, den blauen Gürtel, erreichen. Einfach so viel Spaß zu haben wie auch vor der Pandemie. Also auf jeden Fall durchzuhalten und optimistisch zu bleiben. Ja.
ich freue mich sehr, dass ich heute hier eine Goldmedaille vergeben kann an Tim Haller, den Para-Badminton-Spieler, der heute hier ist. Herzlich willkommen, Tim Haller. Wir kennen uns schon so viele Jahre und ich begleite dein sportliches Leben immer mit großem Interesse. Jetzt habe ich heute eine Goldmedaille für dich. Die bekommst du für den 3. Platz bei den Brazilian Open. Und ich glaube, die Brazilian Open sind ein bisschen her und da ist schon eine ganze Menge passiert in der Zwischenzeit. Wie geht es dir damit? Mir geht es sehr gut, aber wenn ich ehrlich bin, kann ich mich ja nicht mehr so daran erinnern, weil ich mir denke, das ist schon 2 Jahre her, aber es ist jetzt gerade mal 1 Jahr her. Das war halt die letzte Reise vor der Corona-Pandemie. Und was ist jetzt in der Zwischenzeit? Wie konntest du dann in der Zwischenzeit überhaupt trainieren? Ich konnte in den ersten halben Jahr konnte ich kaum trainieren. Also ich war ja eigentlich eher zu Hause und habe mit der Nationalmannschaft dann über Laptop, über Kamera trainiert, Krafttraining und Laufen, Joggen im Wald, Chimbuchstuhle. Und seit August habe ich einen neuen Sponsor bekommen von der Deutschen Sporthilfe als Unterstützung, dass ich jetzt in Hannover trainieren kann. Man merkt auch, meine Leistung gehen echt nach oben. Ja, sehr schön. Und jetzt haben wir, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, gesagt, Tokio ist dein Ziel. Wie sieht das mit Tokio aus? Ja, Tokio ist leider kein Ziel mehr und kein Traum mehr, weil ich einfach von der Weltranglistenpunkte oder die Paralympics-Qualifikation leider nicht geschafft habe. Aber ich habe mir gesagt, egal, 2024 ist ja nochmal Olympia, Paralympics und dann habe ich den Fokus eher mehr darauf. Dafür wünschen wir dir natürlich alles Gute, gute Gesundheit und Gesundheit ist das Stichwort. Jetzt in der Corona-Zeit, gibt es auch etwas, wo du sagen würdest, dafür war Corona auch für dich persönlich ganz gut? Ja, auf jeden Fall. In der Corona-Zeit war halt das Reisen ist das Einzige, was positiv bei mir gemacht hat, weil ich 2019 echt in 10 Ländern war und alle 2 bis 3 Wochen auf den Turnieren war. Und das war mir am Ende dann zu viel. Und dann kam Corona und habe gesagt, Gott sei Dank, weil ich dann mal ein bisschen runterfahren konnte, auch mehr zu Hause sein, verbringen konnte mit der Familie. Und ja, das war einfach das Schöne daran, nicht mal auch zu Hause trainieren und nicht nur immer unterwegs zu sein. Das kann ich gut verstehen. Der eine wünscht sich zu reisen und Tim Haller sagt, es ist auch mal schön, zu Hause zu sein. Also, lieber Tim, wir wünschen dir alles, alles Gute, dass der Traum in Erfüllung geht in Paris. Du sagst ja, Paris ist auch ein bisschen dicht dabei. Also insofern alles, alles Gute. Bleib gesund und bleib so locker, wie du bist. Dankeschön. Dankeschön. Ja, nach Tim Haller kommen wir jetzt zu weiteren Sportlerinnen und Sportlern, die ich gerne ehren möchte für ganz besondere Leistungen. Und ich fange an mit dem Schießsport und hier mit dem Schützenverein Altkloster. Alles Jugendliche, die hier den 1. Platz bei den Bezirksmeisterschaften gewonnen haben. Und zwar handelt es sich einmal um Jana Meinking in der Jugendklasse Luftgewehr, Wilko Merkel auch in der Klasse Luftgewehr, Tom Felix Holz hat auch den 1. Platz bei den Bezirksmeisterschaften mit Luftpistole 10 Meter errungen. Und genauso Sören Meinking und Sina Meinking, sie haben Luftpistole Schnellfeuer 10 Meter in ihrer Altersklasse gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Die nächste Disziplin ist eine, die wir in Buxtehude kennen, die eine lange Tradition hat. Das ist die Leichtathletik. Und deshalb freue ich mich, dass eine Bronzemedaille heute an 4 Jugendliche des BSV gehen. Und zwar an Julia Langhoff. Sie hat den 1. Platz bei den Hamburger Meisterschaften im Kugelstoßen in ihrer Altersklasse errungen. Genauso wie Marlin Frase den 3. Platz über 800 Meter in ihrer Altersklasse. Oyinda Mola Omisade hat den 3. Platz bei den Hamburger Meisterschaften über 800 Meter in ihrer Altersklasse. Und Emil Kepler wurde auch 3. bei den Hamburger Meisterschaften, auch über 800 Meter in seiner Altersklasse. Herzlichen Glückwunsch an die jungen Sportler. Ja, und ein alter Bekannter, der auch eine Bronzemedaille heute von mir bekommt, ist Bernd Dunker vom Post-SV. Er hat nämlich im letzten Jahr den 1. Platz bei den niedersächsischen und Bremer Landesmeisterschaften im Hochsprung erzielt in seiner Altersklasse.
Letztes Jahr gab es den Post-SV noch, dieses Jahr ist es die Sportgemeinschaft Altkloster. Ich komme zum Judo. Und dafür möchte ich ehren, hier in diesem Fall mit einer Bronzemedaille, Johannes Erchenbrecher. Er wurde Dritter bei den Hamburger Einzelmeisterschaften in seiner Alters- und Gewichtsklasse. Eine Silbermedaille geht in diesem Jahr an Paulina Grube. Sie wurde Erste bei den Norddeutschen Einzelmeisterschaften in ihrer Alters- und Gewichtsklasse. Ich komme jetzt zu einer besonderen Ehrung, und zwar für das Ehrenamt. Wir möchten gerne auch in diesem Jahr das Ehrenamt besonders würdigen und in diesem Fall mit einer Goldmedaille. Sie geht an Adolf Wilhelm Meyer, und zwar für seine 30-jährige, lange, aktive Unterstützung seines Vereins. Damit zeigt er, dass das Ehrenamt wichtig ist, dass man Spaß dran haben kann, und von mir herzlichen Glückwunsch. Die nächsten Sportlerinnen und Sportler sind diejenigen, die sich jedes Jahr immer wieder aufmachen, ihr Sportabzeichen zu machen. Und das finde ich gerade für den Breitensport eine ganz wichtige Auszeichnung. Es geht eine Goldmedaille an folgende Sportlerinnen und Sportler. Jürgen Trapp bekommt die Goldmedaille für sage und schreibe sein 60. Sportabzeichen seiner Altersklasse. Arthur Jonke, sein 25. Sportabzeichen, und Inge Raab und Annemarie Marquardt für ihr 45. Sportabzeichen. Sie beide sind vom TSV Eintracht Imbig. Herzlichen Glückwunsch, bleiben Sie unbedingt dabei und bleiben Sie gesund und fit. Und die letzte Sportart hier im Einzelbereich, die ich ehren möchte, sind Sportlerinnen aus dem Bereich Triathlon. Triathlon hat ja an Faszination durchaus gewonnen in den letzten Jahren, und insofern freue ich mich sehr, dass eine Goldmedaille heute an Peter Uhl geht. Er hat den ersten Platz bei den Ironman-Weltmeisterschaften-Qualifikation in der Mitteldistanz in seiner Altersklasse gewonnen. Großartig. Ebenso wie Tanja Hahn, die wir mittlerweile auch alle gut, glaube ich, kennen. Sie hat den zweiten Platz bei den Ironman-Weltmeisterschaft-Qualifikation in der Mittelinstanz in ihrer Distanz in ihrer Altersklasse errungen. Herzlichen Glückwunsch für diese außergewöhnliche Leistung in einem wahrscheinlich auch außergewöhnlichen Jahr für die Sportlerinnen und Sportler. Und wenn Sie jetzt noch nicht genug bekommen haben von Sportlerinnen und Sportlern, dürfen Sie sich jetzt vielleicht etwas ansehen, was animiert, anregt zum Dabeisein, Dabeimachen, Mitmachen. Schauen Sie zu, ich glaube, Sie werden Spaß haben. I can feel something. Solid. Beat. Hit a guitar. Positively saving on energy.